Beim Schlagen von Eiweiß wird Luft unter das Ei klargemengt. Es bildet sich sofort etwas noch instabiler Schaum. Wegen der starken Vergrößerung der Grenzflächen zur Luft kommt es zu einer Störung des Gleichgewichts zwischen den Molekülen. Die Folge ist zunehmend einsetzende Koagulation. Die Eiweiße kleben immer mehr zusammen und bilden feste Oberflächen, mit denen sie Luftbläschen einschließen. Der anfänglich gebildete Schaum ist nun stabil.